Interessant ist, dass es aber eigentlich auch heute nach wie vor viele Leute, auch vor allem junge Menschen gibt, die versuchen, aus Bosnien in Richtung EU praktisch wegzuziehen. Da geht es wahrscheinlich mehr um ökonomische Gründe. Da gibt es verschiedene Zahlen. Ist natürlich fraglich, wie zuverlässig die sind, die von bis zu 80.000 Leuten sprechen in den letzten 2 Jahren, also 2014 und 2015. Wie kann man sich das vorstellen? Also warum ist das immer noch so ein großer Reiz auch für junge Leute, dass man sich komplett verabschiedet und sagt, ich versuche es woanders? Ja, da gibt es mehrere Faktoren. Also das ist ein Phänomen, das wir aus vielen osteuropäischen und südosteuropäischen Staaten kennen. Das ist ein Phänomen, das man mittlerweile auch auf der globalen Ebene betrachten kann. Auch das, was wir jetzt in der jüngsten Flüchtlingsdebatte, auf dieser Fluchtbewegung erlebt haben, sind einerseits Flüchtlinge, aber zugleich auch sehr, sehr viele Menschen aus Afrika, aus dem Mittleren Osten, Nahen Osten, aus der arabischen Welt, die im Westen und in der EU oder in Europa die Verheißung eines besseren Lebens sehen. In Bosnien spezifisch gibt es, so wie auch in Serbien oder in Albanien oder in Mazedonien, es gibt, oder Kosovo, gibt diesen sehr starken Migrationsdruck innerhalb der Gesellschaft. Also der setzt sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Es ist einerseits so, dass natürlich die Situation in diesen Ländern im Vergleich zu jenen Staaten in der EU wie Deutschland und Österreich ökonomisch, sozial und auch was die Lebenschancen allgemein angeht, sehr viel schlechter ist. Die Schulausbildung leidet unter vielen Problemen, die Universitäten sind zu voll oder auch haben ein zu schlechtes Ausbildungsniveau. Die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt sind gerade für die jungen Menschen, also wenn sie nicht in entsprechenden Netzwerken, teilweise klientelistischen Netzwerken sind, also sehr, sehr eng. Das heißt, es gibt sehr viele, wie man so sagt, Push-Faktoren. Also Push-Faktoren in der Migrationssprache sind jene, die in den einzelnen Ländern dazu beitragen, dass die Menschen sich auf den Weg machen. Es gibt aber eben, wie gesagt, auch allgemeine Pull-Faktoren. Und Pull-Faktoren sind eben die Anziehungskräfte, die auf diese Menschen wirken. Diese Anziehungskräfte können realer Natur sein. Das heißt, natürlich gibt es in Österreich einen besseren Lebensstandard. Natürlich ist das Sozialsystem besser, sind auch die Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten besser. Diese sind aber nicht automatisch jedem gegeben. Also für diese muss man kämpfen, die muss man sich erarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es dann eben vorgestellte Faktoren, das heißt imagined factors, also wo man dann immer dieses Imaginarium des Westens vor Augen hat, also wo eben angeblich im Westen alles leichter ist, alles transparenter, wo man dann am Ende des Weges folgend diesem amerikanischen Märchen vom Tellerwäscher zu einem normalen, nicht zum Millionär, aber zu einem normalen Mitglied einer Gesellschaft, also diesen Aufstieg machen kann. Und das ist diese Verheißung des Westens, also die auch global wirkt. Das ist eben eine Anziehungskraft, die wirkt auch im bosnischen Fall. So ist es für die jungen Menschen auch dann die Möglichkeit zu sagen, also ich habe woanders bessere Chancen, auch wenn die besseren Chancen, die man sich erwartet, eben einerseits nicht automatisch gegeben sind. Und andererseits auch zunehmend schwieriger zu bekommen sind, also weil auch die soziale, ökonomische Lage in vielen Ländern des Westens auch sehr prekär ist für viele. Und der automatische Aufstieg für die meisten in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr gegeben ist.